das und heute zeige ich euch etwas, was so cool ist, dass ich schon im Hintergrund sehen kann. Und zwar Wasser mit richtig geiler Qualität. Oioioioi. Und ihr fragt euch jetzt sicher, oh, du bist ja hypermotiviert, du bist gar hyperaktiv. Ja, bin ich. Ich hab gestern versucht, irgendwas aufzunehmen und endlich ist es mir gelungen, die Krabbenburger-Geheimformel in Minecraft zu implementieren. In Formen des Shaders. Und ich muss schon sagen, ohne Witz, es ist der coolste Shader, den ich je gesehen habe für MCPE. Und zwar mit Optifine-Optionen. Wir haben krass an die ganze Kante rum. Ah. Aber ich bin einfach noch in Survival. Yay! Dim, 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 da, 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 da. Ba, ba, ba. Woo. Das Einzige, was mich bei diesem Shader noch ein bisschen ärgert, ihr seht, wenn ich fliege, dann fliegen die ganzen super coolen Schattentexturen einfach mit. Ja. Des Weiteren werfen die Bäume keine richtigen Schatten, sondern machen eher so einen durchsichtigen Punkt halt, aber sie werden halt nicht aufs Wasser reflektiert. Was ich allerdings richtig cool finde, dass einfach die Wolken so ein bisschen entfernt werden. Ja. Boah, man, langsam ist es nicht mehr lustig mit dem Schnupf. Wisst ihr, was ich unglaublich cool finde? Seht ihr das in der Ferne, wie das so langsam anfängt, bläulich zu werden? Das macht so einen unglaublich coolen Look, wenn man von hier oben so runter guckt, oder? Von hier so da die Wolkenschatten so ein bisschen, dann da hinten etwas heller, dann hier unten das Wasser, was irgendwie ziemlich komisch aussieht, aber YOLO! Warum ist das da blau? Auf jeden Fall finde ich diesen Shade einfach mal mega cool und ich glaube, das ist mal wieder so ein richtig kurzes Video. Allerdings gibt es dazu noch eine kurze Erklärung und zwar bin ich nächste Woche gar nicht da. Das, meine lieben Kartoffelchen, heißt so viel, dass dieses Video eigentlich das letzte Video ist, was live im Prinzip... Ich bringe nie ein Video live, naja, mehr oder weniger. Sagen wir, es ist das letzte Video, das kommt, das ich am selben Tag aufgenommen habe, wie ich es bringe. Für 5 Tage. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diesen Shader findet. Und falls ihr, kleinen Kügelchen, ihn selber ausprobieren wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken. Und ich würde mich sehr bei diesem Video über der Like-Grenze von Schweinedassen Likes. Das soll der Like-Gall werden, eine Missgeburt. Was auch noch ziemlich cool ist, ist natürlich das Feuer hier. Das sieht nämlich mega cool aus. Und wir gucken ja, was passiert, wenn Wasser in Feuer reinfließt. Das haben wir nämlich gerade hier. Weil da gibt es super coole Shader-Effekte. Uiuiui, voll Standard. Yay! Doch da ihr euch jetzt sicher fragt, wie das wohl aussieht, wenn Steve eine Fackel irgendwo hinsetzt. Bam! Also eigentlich ziemlich smooth, oder? Den Download-Link zu diesem Shader findet ihr unten in der Beschreibung. Wie schon gesagt. Ja. Und dann war es auch schon mit diesem eigentlich ultra kurzen Video. Ich wollte eigentlich nur diesen ultra coolen Shader mit diesem ultra coolen Wasseranimationen vorstellen. Geiler Effekt. Eine Kuh leuchtet. Eine Kuh leuchtet noch mehr. Und jetzt stürmst du! Yay! Halt! Halt! Nicht schon wieder! Ich hab dir das letzte Mal schon was gesagt für ein Video und den Gag. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr euch noch so für den Shader wünscht, weil ich Kommentare liebe und unser neues Ziel ist es, 200 Kommentare zu schaffen. Und 200 Likes. Schaffen wir das? Bin ich ein Hurensohn, wenn ich das sage? Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wunderbar. Und kräftiges. Ciao. Hau. Everybody pose. Get a partner, then begin.